Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Grün. Zur Sendung für unsere vierbeinigen Lieblinge. Mein Name ist Landauer Corinna von Angel Trust. Ich bin diplomierte Human- und Tierenergetikerin, Tieraromatologin sowie Berufsgruppensprecherin für die Tierenergetik über die Wirtschaftskammer in Oberösterreich. In der heutigen Sendung geht es nur einmal um die Chakren. Aber im Vergleich zu den letzten zwei Wochen, wo ihr sehr viel Input gekriegt habt zur Theorie der Chakren, was Themen der Chakren angeht, Farben und Sitz der Chakren, was körperliche Zuordnung angeht, was Blockaden angeht, das haben wir die letzten zwei Wochen intensiv besprochen oder habe ich euch ganz intensiv mitgegeben, damit es wirklich ein umfangreiches Wissen oder wie soll ich sagen, eine umfangreiche Sicht dazu habt, gerade was eure Tiere betrifft. Und vielleicht ist euch ja das eine oder andere schon aufgefallen, das sagt, ah ja, genau, mein Tier, das und das zeigt sie, das und das Chakra könnte oder dürfte betroffen sein. Oft ist es ja nicht nur ein Chakra, sondern auch mehrere Chakren. Und dazu gebe ich euch halt ganz viele praktische Tipps und Tricks mit, was ihr anwenden könnt, direkt in den Umgang mit euren Tieren. Und da möchte ich einfach, ich erwähne es ja wirklich in jeder Sendung praktisch, aber weil es so wichtig ist und so eine geniale Übung ist, möchte ich vorrangig gleich wieder mal das Stirn-Hinterkopf halten erwähnen. Es ist so eine richtig geniale Übung, die recht einfach gemacht ist, die eine Verbindung schafft zwischen Tierhalter und Tier, zwischen Tier und Tierhalter, was ein besseres Verständnis schafft. Das Tier lernt dann besser zu verstehen, auch dann ohne Stirn-Hinterkopf halten, das habe ich eher schon mal erwähnt, aber gerade beim Stirn-Hinterkopf halten, das ist dann wirklich, die Tiere fangen einen besser verstehen an, sodass man dann, oft wenn man nur ganz normal was verzählt, sage ich jetzt einmal, oder irgendwas zum Tier sagt, man einfach viel besser verstanden wird, weil es eben so eine geniale Verbindung schafft. Wie funktioniert Stirn-Hinterkopf halten? Der Ausdruck sagt es eh schon, die Stirn und den Hinterkopf des Tieres zu halten. Je nachdem, wie groß das Tier ist, reicht ab und zu auch schon nur eine Hand aufzulegen am Kopf, sodass Stirn und Hinterkopf abgedeckt ist. Und dann über die Thematik sprechen. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach einmal Veränderung her. Manche Tiere oder viele Tiere tun sich sehr schwer mit Veränderungen, sprich Ortswechsel, ein Partner fällt weg, also auch so eine Verlustgeschichte oft, Steuerwechsel, wo dann auch die Pferde zum Beispiel, mit dem das Tier mehreren verbunden war, plötzlich nicht mehr da sind. Also das ist doch Thema, das die Tiere oft sehr belastet. Man glaubt es kaum, es macht ganz viel. Oder ein Verlust durch Tod zum Beispiel, dass ein Rudelmitglied, ein Herdenmitglied, ein Familienmitglied wegfällt und sie noch nicht ganz verstehen, wo das, was passiert ist, wohin das gekommen ist, vor allem, wenn sie sich nicht haben verabschieden können. Und zu diesem Thema ganz einfach eben Stirn Hinterkopf halten, gerade bei Trauerarbeit. Also da, das ist wirklich eine geniale Sache, einer zu erklären, was passiert ist, worum es geht. Und da beim Stirn Hinterkopf halten eben zuerst alles Negative hochhören, eben, ich weiß, du bist traurig, du tust dir jetzt schwer, weil Veränderung stattgefunden hat, weil was auch immer passiert ist, das zu erwähnen, das wirklich einmal hochhören, per Stirn Hinterkopf halten. Der Vorteil von dieser Übung ist auch, durch dieses Halten von Stirn und Hinterkopf kommt der Stress erst gar nicht so hoch. Das tut wirklich Blockaden lösen. Man kann drüber sprechen, ohne dass man unruhig wird oder das Tier unruhig wird, sondern es baut sich wirklich, es ist wie Regal, dass sie vom Negativen zuerst einmal ausrahmt, durch das ich diese Dinge erwähne, was passiert ist und was geht. Und dann auch Positives erwähnen, dass ich sage, ich weiß, du bist jetzt traurig, du darfst auch traurig sein, aber ich bin da für dich, ich unterstütze dich, ich begleite dich, ich gebe dir, was immer du brauchst, ich bleib und bleib immer da, du wirst mich nicht verlieren. Und was euch dazu einfällt, das Geniale beim Stirn-Hinterkopf halten ist, dass oft durch dieses Halten Sachen hochkommen, oft auch Sachen vom Tier hochkommen, auf die wir jetzt so beim Logisch reden, gar nicht kommen dann. Und dieses positive Sprechen ist dann eben dieses Regal, was wir vom Negativen ausgeräumt haben, das füllen wir wieder mit positiven Gefühlen, mit positiven Geschichten, mit positiven Assoziationen. Also das, wie gesagt, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und das Wichtige war, nicht nur einmal diese Übung zu machen, sondern wirklich regelmäßig einige Mal wiederholen. Und ihr seht so im Verhalten des Tieres, ob sich was ändert oder auch wirklich auf euer Bauchgefühl. Wir alle haben eine Intuition, wir alle sind dazu begabt und da darf man echt auf sein Bauchgefühl horchen, sobald man merkt, ich glaube, es ist genug, dann ist genug. Das ist einmal die allerwichtigste Sache. Gut, zu den Chakren.
Wir haben ja die 7 Chakren vor, wir gehen einfach von den 7 Hauptchakren aus. Das ist jetzt die einfachere Variante und die Basisvariante macht aber schon richtig viel. Es gibt ja, je nachdem, wie man ausgerichtet ist, nur jede Menge andere Chakren und nie jede Menge Nebenchakren. Aber wie gesagt, die 7, die sind einfach wichtig und da kann man schon richtig viel bewirken. Der Rest ist dann eigentlich nur mehr eine Feinabstimmung. Wir haben die Farben Chakren ja schon durch. Es wird zu Chakra rot, Sakralchakra orange, Solarplexuschakra gelb, Herzchakra grün oder rosarot, Halschakra hellblau, Stirnchakra violett oder dunkelblau und Kronenchakra, auch je nachdem nach Ausrichtung, entweder auch violett oder weißgold. Dazu erkennt ihr euren Tier, entweder macht es Farbkarten oder sucht auch Gegenstände in diesen jeweiligen Farben. Am besten funktioniert es wirklich mit Farbkarten, die sind neutral. Da ist kein anderer Bezug dazu, wie zum Beispiel jetzt ein Futternapf. Da kann ein Bezug, da gibt es Futter drinnen, da sein. Nehmt es wirklich ganz neutrale Gegenstände. Wie gesagt, ich nehme am liebsten Farbpapier her. Ihr könnt diese Farbkarten dann eurem Tier zeigen. Jede einzelne Farbkarten und schaut mal, wie es drauf reagiert in der Ausrichtung. Ich schaue mir jetzt mein Tier an. Welcher Chakra brauchst du oder wo brauchst du Chakrenstärkung? Grundsätzlich heißt es immer zuerst Chakren reinigen. Da ist auch, also prinzipiell, natürlich als Tierenergetiker schaust du das alles ganz tiefgehend und genau an. Zum Chakren reinigen einen kleinen Tipp, den ich euch mitgeben kann. Die einzelnen Chakren, wo die Chakra sitzt, gegen einen Uhrzeigersinn bewegen. Die Ausrichtung, die Chakra wird gereinigt. Das ist dann schon für die Feinfühligen unter euch, die ja ganz gut gespürt haben. Die Chakra wird gereinigt. Und dann merkt man, es ist genug. Und dann kann man auch die Chakra wieder laden. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu den Farbkarten zum Beispiel. Beziehungsweise bei den Farbkarten in der Ausrichtung, mit welcher Farbe auch immer mein Tier ausgeglichen werden will in den Chakren. Die Farbe sucht sie sich aus. Und in der Anwendung dieser Farbe dürfen sie die Chakren einfach ausgleichen. Das ist die einfachere Variante für euch jetzt einfach zum täglichen Umsetzen, zum Mitgeben. Sonst bei näheren Fragen, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr einen ordentlichen Chakrenausgleich haben wollt, also einen tiefgehenden Chakrenausgleich, eventuell kombiniert mit Tierkommunikation oder sonstigen, bitte wendet euch wirklich an einen Tierenergetiker in eurer Nähe, eures Vertrauens. Dazu könnt ihr zum Beispiel auf die Wirtschaftskammerseiten gehen, WKOAT. Das Bundesland auswählen und über das Firmen-ABZ findet ihr, wenn ihr Tierenergetik eingibt, im Normalfall auch wirklich Tierenergetiker in eurer Nähe, die das gern für euch machen. Also wenn ihr euch nicht drüber traut, euch nicht sicher seid, holt euch lieber rein. Ich muss das einfach prinzipiell und allgemein sagen und finde ich auch ganz wichtig, wenn nicht, dass man dann irgendwas verhaut, bleck sagt, wendet euch lieber an Fachexperten, die euch das auch sorgen können. Oder genau. Ebenso gilt es auch für Ärzte, wenn wir schon dabei sind. Also all das, was ich euch da mitgebe, ersetzt keinen Arzttermin. Ganz wichtig. Und ganz im Gegenteil sogar, ich schicke meine Klienten total gern auch zum Tierarzt, um eine Diagnose zu haben, weil mit einer Diagnose kann man als Tierenergetiker einfach auch nochmal viel besser und detaillierter und genauer arbeiten. Aber so im Allgemeinen möchte ich euch das jetzt einmal mitgeben, was für Möglichkeiten habt ihr. Dann seht ihr, ob sich was verändert. Und sonst könnt ihr euch immer noch, ganz blöd gesagt, jetzt ganz, ganz grob gesagt, nur wen holen. So, zurück zu den Farbkarten. Also zeigt euch hier einfach die einzelnen Farbkarten in der Ausrichtung des Chakras, welcher Chakra brauchst. Und ihr werdet sehen, das Tier reagiert total gut drauf. Also gerade was Farben angeht, Tiere reagieren ganz intensiv auf Farben. Also das macht richtig viel. Wir machen auch zur Farbwirkung allgemein einmal eine eigene Sendung. Aber dort bleiben wir jetzt bei den Chakren. Sagt ihr eine Chakrenfarben und da sagt ihr, ein Pferd ist die Karte mit der Nuss, also die Farbkarte mit den Nüstern berührt, ein Katz, die da neugierig hinstupst mit der Schnauze, Hund und Co. Dann wisst ihr auch, da braucht es wohl was. Das gefällt ihr oder er. Und im Gegenzug, wenn ihr merkt, das wendet sie sofort, sie oder er wendet sie sofort ab von dieser Farbe, dann wisst ihr, das braucht es nicht. Und wir können dann diese Farbe auch anwenden, also gerade bei Tieren zum Beispiel, sagen wir bei Katzen, legt ihr einen Deckel hin, auch bei Hund, Schlafdeckel zum Beispiel auf dem Schlafplatz, die Decke, eine Decke in der Farbe hinlegen. Man kann auch mit Spielzeug in der Farbe arbeiten, Futternäpfe, Wassernäpfe, auch bei Katzen,
Deckerl hinlegen, wo es gern liegen in dieser Farbe. Ihr könnt es ausprobieren, alle 7 Farben hinlegen und schauen, wo legt sie das Tier drauf. Beim Pferd war es eben der Halfter, das Halfter zum Beispiel, Satteldecken, Regendecken, solche Geschichten. Man kann auch wirklich was Färbiges mit in die Box hängen. Meistens ist es aber so, dass sie es gern runterreißen und spülen damit. Wobei, wenn es dann wirklich mehrmals hintereinander die Farbe wegreißen, dass man richtig merkt, das braucht es nicht mehr, dann braucht es auch nicht mehr. Also auch ganz wichtig. Also da einfach, was ihr habt in eurer Umgebung für euer Tier, könnt ihr in dieser Farbe umsetzen. Das ist auch eine von den einfacheren Übungen. Und ihr merkt es dann eben, wenn das Tier jetzt nicht mehr in Resonanz damit geht, darum bin ich aber ein bisschen vorsichtig mit dem Futternäpfen zum Beispiel. Weil wenn das Futter drin ist, geht das Tier trotzdem hin. Aber gerade mit diesen Decken zum Beispiel, wo sie sich drauflegen, oder einfach immer wieder mal die Farbe zeigen, ist die noch aktuell oder nicht. Ihr merkt es dann eh, wenn sie mit der Farbe nicht mehr in Resonanz gehen, dann brauchen sie es auch nicht mehr. Und da darf man auch ganz drauf vertrauen. Dann kann man nochmal schauen, okay, brauchst du vielleicht noch zusätzliche Farbe. Und das zur Farbwirkung der Chakren. Genau, man kann auch noch unterstützen mit Räucherwerk, mit Edelsteinen, über die Nahrung, mit Bachblüten und Co. Da schauen wir uns jetzt die einzelnen Chakren genauer an. Vom Wurzelchakra bis zum Stirnchakra. Nur mal ganz kurz möchte ich ja erwähnen, was für Blockaden da sind. Damit ihr wieder wisst, das war das und dieses Wissen nochmal hoch jetzt von den letzten 2 Wochen. Genau um das geht es in deinem Chakra. Das passt zu meinem Tier. Und das und jenes kann ich anwenden. Zu Bachblüten möchte ich auch gleich vorne wegnehmen. Wendet euch bitte an jemanden, an Bachblütenexperten oder Bachblütenberater. Grundsätzlich kann man diese Bachblüten schon anwenden. Schaut euch aber lieber auch nochmal das Thema dahinter an. Man kann es auch ganz einfach googeln oder man hat vielleicht ein Bachblütenbuch daheim. Wenn ich sage, okay, bleiben wir jetzt kurz beim Wurzelchakra. Da haben wir so diese Mutlosigkeit, Verzweiflungsthemen drinnen. Also diese Gruppe heißt da Mutlosigkeit und Verzweiflung mit den verschiedenen Bachblüten. Am besten schaut euch wirklich die Themen dieser Bachblüten an, ob das zu eurem Tier passt, bevor es gibt, beziehungsweise geht es wirklich zu einem Bachblütenberater, der es euch direkt zusammenmischt. Also ich mache das zum Beispiel auch mit meinen Klienten. Bachblüten sind immer wieder sehr begehrt und sehr effektiv, da sie in der Verbindung mit dem Unterbewusstsein, mit dem Wesen des Tieres. Und da testet eben ganz genau aus über Muskeltest für das Tier in Verbindung mit dem Unterbewusstsein, mit dem Wesen des Tieres, welche Bachblüten braucht es und die genaue Dosierung eben auch, wie viele Tropfen von der jeweiligen Bachblüte auf eine Mischung von, ich habe zum Beispiel 50 Milliliter, und wie viel genau braucht es davon und wie lange. Also da habt ihr dann wirklich gut beraten, wenn es euch da wen holt. Und ansonsten, was geht Bachblüten nur an? Grundsätzlich geht das Tier eh in Resonanz mit der Bachblüte, was es braucht. Wenn es es nicht braucht, dann nimmt man es halt mehr oder weniger für nichts. Ganz grob und blöd, sagt ihr jetzt. Gell? Passiert im Normalfall auch nichts. Es hat eh auch im Großen und Ganzen jetzt keine Nebenwirkungen oder Nachwirkungen. Man kann es auch nicht überdosieren. Das Einzige, wo bei Bachblüten ein bisschen zum Aufpassen ist, wenn man was Homöopathisches fürs Tier schon hat oder Schüsselersalze, solche Geschichten. Eventuell eben auch mit Medikamenten, weil wenn Medikamente verabreicht werden, da muss man auch ein wenig aufpassen. Genau, aber ansonsten gebe ich euch jetzt auch kurz mit, welche Bachblüten ihr verwenden könnt in den einzelnen Chakren. Zur Anwendung von Aromaölen, da muss ich einfach ganz, muss ich euch bitte ans Herz legen, und so wichtig, bitte seid echt achtsam in der Anwendung von Aromaölen. Ich bin selber Tieraromatologin, ich nehme total gern Aromaöle her. Aber nicht jedes Tier vertragt jedes Öl zum Beispiel. Und da merkt man auch sofort, wenn man ein Tier zum Beispiel ein Aromaöl zeigt, ist es ein bisschen neugierig, schaut es drauf hin. Dann kann sie es brauchen, dann ist es offen für Öle. Aber wenn sie sich sofort abwenden und sagt, boah, das halte ich gar nicht aus, dann nehmt mir lieber keine Aromaöle her. Beziehungsweise das, was ihr zeigt, habt ihr nicht. Prinzipiell Aromaöle würde ich jetzt einfach empfehlen, damit man auf Nummer sicher geht. Lieber im Raum diffundieren, wir direkt auftragen. Wenn sie es direkt auftragt, bitte am besten verdünnt. Bei Katzen bitte umso mehr aufpassen, die haben einen anderen Stoffwechsel und vertragen manche Öle gar nicht. Dann können manche Öle sogar giftig sein für Katzen und sehr schädlich. Aromaöle allgemein gesagt, Weihrauch wirkt in allen Chakren. Also ein Weihrauchöl macht richtig Sinn. Genauso wie Lavendelöl wirkt im Großen und Ganzen auch auf allen Chakren, aber was das A- und O-Öl, was wirklich in allen Chakren wirkt, ist zum Beispiel Weihrauchöl.
Man kann sonst auch Spray zum Beispiel herstellen, dass ich sage, okay, mir fällt zum Beispiel auf, für mein Tier, das hat mehrere Chakrenblockaden oder verschiedene Chakrenblockade, dann nehme ich eventuell eine Mischung aus verschiedenen Ölen her, gebe ein ganz hochwertiges Salz dazu, als Emulgator praktisch, und verdünne es mit Wasser und nehme es als Spray her und sprühe mein Tier eventuell damit ein. Oder sonst, wenn es wirklich direkt aufs Tier auftragt, dieses Öl, dann lieber mit ein bisschen Öl verdünnen und dann erst auftragen. Aber wie gesagt, da ganz achtsam sein. Und ich gebe euch da jetzt auch nur Öle mit, wo ich weiß, die sind relativ gut, die sind gut verträglich, dass man da keine Angst haben muss. Also alle Öle mit viel Phenolanteil, die recht scharf sind, die würde ich mal prinzipiell lieber nicht verwenden, wenn man sie mit den Aromaöl jetzt in dem Sinn nicht geschult ist drauf. Einfach als Tipp für euch, also gerade mit Pfefferminze zum Beispiel, seid echt vorsichtig mit Pfefferminze, gerade bei Katzen, die können es gar nicht umsetzen. Also das ist wirklich, kann wirklich schädlich sein für unsere Tierchen. Sehr gut. So, zum Wurzelchakra. Wir haben ja gesagt, auch Nahrung kann ausgleichen. Zum Wurzelchakra kann man zum Beispiel mit erdendem Wurzelgemüse mit in die Nahrung geben. Das waren zum Beispiel Karotten, rote Beete, Kartoffeln, Pastinake, solche Geschichten kann man gern mit ins Futter reiben. Auch Nüsse, auch Milch und Milchprodukte, da auch ein bisschen achtsam sein, inwiefern Milch vertragen wird vom Tier. Und auch Saaten wie zum Beispiel Kürbiskerne, Sesam, Sonnenblumensamen oder eben Öle aus diesen Saaten kann man ja gut unterstützen. Futter mischen geht bei allen Tieren, also gerade bei unseren hauptsächlichen wie Hund, Katze, Pferd. Ganz kurz vielleicht nochmal zu erwähnen für euch als Input. Wie zeigt sich Blockade im Wurzelchakra? Da haben wir eben alles, was Unsicherheit angeht, Mangel an Vertrauen, bestimmte, unbestimmte Ängste, also ganz Schwäche, Anfälligkeit für Krankheiten, depressive Stimmung, Trägheit, also das ist alles Wurzelchakra zum Beispiel. Auch extreme als Anhaften am Menschen aus Grund von Unsicherheit. Also das nochmal für euch als Input. Wenn ihr sagt, ah ja, das ist mein Tier, dann könnt ihr euch da gewisse Dinge jetzt rausholen. Da sagt ihr, ah, dann probiere ich durch das mit zum Beispiel Farbe Rot, mit Stirnhinterkopf halten, mit dieser Nahrung, beziehungsweise Aromaöle, die man da gut verwenden kann, wäre Myrrhe. Myrrhe ist eins, das gut vertragen wird. Zeder, Vetiver, Nelke, die möchte ich euch da mal mitgeben. Wie man es anwendet, haben wir eh schon besprochen. Auch Räucherwerk kann natürlich sehr hilfreich sein. Räucherwerk lieber auch nicht über Räucherkohle anzünden, sondern ganz gemütlich anzünden. Fürs Tier daheim im Raum. Räucherwerk hätten wir da zum Beispiel Moschus, Sandelholz. Und zu Sandelholz möchte ich auch sagen, Sandelholz kannst du auch in allen Chakren verwenden. Ebenso Nelke, Kopal, Drachenblut. Bachblüten sind, da haben wir ja schon gesagt, die Gruppe der Mutlosigkeit und Verzweiflung. Und zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel die Crepe Apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut und Willow. Und wie gesagt, da sonst vorsichtshalber lieber, wenn Fragen, der euch da nachschaut, was euch hier wirklich brauchen kann. Ja, und Wurzelchakra eben, das sieht es nur ganz kurz, ist ein Schweifansatz, Schwanzansatz und ist so nach hinten bzw. unten geöffnet, dass du auch nochmal wisst, was das war und wo es hingehört. Und körperlich natürlich, auch wenn da eine Blockade da ist, immer dort, wo die Chakra ist und ausstreut, alles, was in dem Bereich sich körperlich befindet, wenn da Krankheit da ist, dann wisst ihr auch, gehört zu dem Chakra. Das machen wir jetzt heute auch ganz kurz und knapp. Also wie gesagt, je nachdem, wo das Chakra sitzt, wenn da eine Blockade da ist und es schon aufs Körperliche übergegangen ist, dann betrifft es immer den Bereich, den körperlichen Bereich, genau dort, wo Chakra sitzt. Zum Sakralchakra, das ist praktisch im Unterbauchbereich, orange. Da haben wir nahrungstechnisch zum Beispiel alle reinigenden Früchte, zum Beispiel süße Äpfel, Birnen, Marillen, Aprikosen, das sind so Geschichten, sind jetzt von Tieren nicht so heiß begehrt. Weintrauben gehen. Also die sind so, die man da wirklich gut verwenden kann, die Tiere auch leichter einmal annehmen. Man kann es auch mal mit einer Melone probieren. Also mein Hund zum Beispiel liebt Melone.
Und das weiß ich auch schon, okay, dann hat es wohl gerne mal was mit dem Sakralchakra, weil er Melone so gern frisst. Also man kann wirklich so rückschließen auch von dem einen ins nächste und umgekehrt. Auch Mango zum Beispiel. Da gehören auch so entwässernde Gemüse und Salate dazu, wie Kresse, Spinat, Gurken, grüner Salat und Brennnesseln. Also da war jetzt vom Gefühl her voll bei diesem Thema. Da kann man richtig genial unterstützen. Ist auch oft schon im Tierfutter mitgemischt, wenn man Hochwertiges hat. Und unterstützt wirklich genial. Genau, man kann sonst auch mal zum Beispiel einen Tee aus Braunbeerblättern und Himbeerblättern machen und übers Futter geben, vor allem aber auch aus Löwenzahn. Also gerade auch mit den Bitterstoffen. Aber zu diesen Themen kommen wir ja mal über eine Ernährungsberaterin, die uns das alles genauer erklärt. Und das und das Futter mischen, also da habt ihr dann auch schon mal einen Ausgleich dazu. Ansonsten Räucherwerk, Rosenholz, Weihrauch, Vanille, Myrrhe. Aromaöle haben wir da alles, was orange ist, zum Beispiel Orange, Blutorange. Weiche, feine Öle in dem Bereich sind Sandelholz, haben wir eh schon gesagt, in allen Chakren möglich. Vanille, also das sind Öle, die ihr da gut anwenden könnt. Und Bachblüten, da haben wir die Bachblüten der Gruppe Angst. Das wäre die Espen, die Cherryplum, die Mimulus, die Red Chestnut und die Rock Rose. Zum Solarplexus Chakra, das ist eben so auf Magengegend, Farbe Gelb, Gelb-Gold. Nahrungsmitteltechnisch kann man verwenden eben Saaten, die zur Kühlung beitragen. Unter anderem wäre da jetzt Fenchel, Anis und Kümmel erwähnt. Das ist ja total klasse. Saaten eben, die ja für die Verdauung genial wirken, würde aber auch schon wieder vorsichtig sein in der Anwendung beim Tier, weil es einfach sehr ätherische Saaten sind. Also da würde ich dann lieber zum Beispiel mit Sonnenblumenkerne arbeiten. Wärmende Kohlenhydrate kann man verwenden, wie an Buchenweizen, an Mais, Hafer, Hirse, Weizen, Dinkel. Also daher ist man da wohl besser unterwegs, damit nichts schief geht. Weil gerade Fenchel, Anis, Kümmel wird auch nicht von alle vertragen. Also da, wie gesagt, gehört da zwar dazu, aber da achtsam sein im Umgang. Räucherwerk haben wir da an Rosmarin. Also bei Räucherwerk kann man auch mal ein bisschen schärfere Kräuter verwenden, weil es ist ja, erstens verwendet man es getrocknet und zweitens sich in Luft auflösen, wortwörtlich. Würde ich aber in Rosmarin jetzt nicht als Öl direkt am Tier verwenden. Das ist auch ein total scharfes Öl, also da auch wieder achtsam sein. Sprich, Räucherwerk kann man ruhig mal Rosmarin verwenden. Süßholz, Zistrosen, Zimt. Aromaöle technisch Kamille. Lavendel kann man gut verwenden, Zitrone. Wobei da auch Zitrone wird nicht von allen Tieren gerne gemacht. Also das ist ja noch oft ein bisschen zu intensiv. Man kann sonst Korianderöl verwenden. Genau, das wären jetzt aber eher wir jetzt auch wieder bei den feinen und sanften Öle wie Kamille, Lavendel, zum Teil Zitrone, Zimt kannst du auch verwenden, das geht auch. Und alle anderen sind wir dann eigentlich schon wieder ein bisschen zu scharf, dass wirklich gut zum Abwägen ist, ob es als Tier überhaupt vertragt. Von daher möchte ich euch das so mitgeben. Bachblüten haben wir die Gruppe der Unsicherheit. Das ist die Cerato, die Gentian, die Gorse, die Hornbeam, die Sclerantus und die Wild Oat. Ja, und vor allem, wenn Blockade ist im Solarplexus-Chakra, merkt ihr das vor allem in Aggressionsverhalten, in einer starken Hörigkeit gegenüber Autorität, beziehungsweise generell Autoritätsprobleme. Das waren so die ganz groben Erklärungen. Wie gesagt, körperlich wisst ihr eh schon. Alles, was im Solarplexus-Chakra gegen sich befindet. Herzchakra, das ist eben auch das, wenn ihr das Gefühl habt, dass Angst davor hat, sich zu öffnen. Also wenn ihr wirklich merkt, es kann keine Nähe zulassen, es kann keine Liebe geben. Also alles, was Liebe angeht, natürlich im Herzchakra. Isolation, Einsamkeit findet da oft statt. Bindungsängste, beziehungsweise dass sie einfach sehr schwer dann mit Bindung zu einem anderen Tier, beziehungsweise Menschen. Misstrauen natürlich. Körperlich alles, was im oberen Brustbereich sich befindet. Nahrungsmitteltechnisch könnt ihr da unterstützen mit Reis, gedünsteten Gemüse, Sprossen, Keimen, Salate und auch feinem Obst.
Was auch gut verwenden könnt fürs Herzchakra, sind essbare Blüten. Kapuzinerkresse zum Beispiel, Holunderblüten, Rosenblüten, Gänseblümchen, Löwenzahn. Das könnt ihr auch total gut mit ins Futter mischen für eure Tiere zum Unterstützen des Herzchakras. Man kann auch einen Kamillentee verwenden zum Beispiel, einen Tee aus Holunderblüten, einen Tee aus Lavendel, das unter das Futter mischen. Also das macht das Herz auf, das unterstützt da nahrungstechnisch. Sonst auch Nüsse zum Beispiel und rote Äpfel. Also Rot, Herzchakra, also man liebe verbindet man ja gern mit Rot und Rosenwasser. Räucherwerk haben wir da, ein Kardamom zum Beispiel, Süßgras, ein Beifuß, Iriswurzel, Rose natürlich, macht das Herz auch. Aromaöle natürlich auch, Rose, Jasmin ist auch ganz ein feines Öl, ein total gutes Herzensöl. Magnolie, Lavendel, Bergamotte, die könnt ihr da super verwenden. Herzchakra-Farbe. Grün oder rosarot. Also da auch, wie wir vorher erwähnt haben, zwingend Edelsteine, also alles, was grün oder rosarot ist, da fährt es ganz gut damit. So, bachblütentechnisch haben wir die Gruppe der Überempfindsamkeit. Bachblütentechnisch passt da Agrimony ein, Centauri, Holly und Walnut. Das Halschakra bzw. Kehlkopfchakra. Wenn das blockiert, das merkt man auch, Schüchternheit des Tiers, also ganz vorsichtig und ganz schüchtern zu sein. Oft auch manipulatives Verhalten des Kindes, oft auch unsere Tiere, obwohl wir es oft gar nicht durchschauen. Das finde ich aber ganz spannend, muss dann echt laufen, wie lachen, wie geschickt sie das machen, dass sie ein bisschen so manipulieren. Kontrollzwang, also da auch gerade, wenn es ein Tier habt, was dauernd kontrolliert, wo geht es ja hin, was tut sie und Stress kriegt, sobald es irgendwie weggeht. Nahrung fürs Halschakra. Sind auch reinigende Samen, Obst und Früchte. Da kann man eventuell auch mal mit einem Fruchtsaft unterstützen, eventuell eben auch mal mit einem Honig- und Agaventicksaft. Da halt auch achtsam sein in der Anwendung und in der Dosierung. Samen waren eben Wegerichsamen, also Flohsamen, Hagebutten. Also gerade Hagebutten, da gibt es ja dieses Hagebuttenpulver zum Beispiel mit viel Vitamin C. Das vertragen es richtig gut und ist immer wieder mal in der Begleitung von Klienten, also gerade mit tierischen Klienten, kommt immer wieder mal das Hagebuttenpulver daher. Das brauchen ist dann oft richtig gut. Brennnesselsamen, Leinsaat, also da fährt es mit den Nahrungsmitteln ganz gut. Räucherwerk haben wir da Kornblumen, Minze, Salbei, Lorbeer, kann man da gut verwenden, Aromaöle. Gibt es die römische Kamille, Salbei kann man auch ganz gut verwenden, Myrte, Üssop, das sind jetzt die feinen Öle. Gibt einige andere auch, die man in dem Bereich verwenden kann, aber wie gesagt, die sind mir jetzt ein bisschen zu scharf, dass ich das auch so mit in die Sendung schmeiße. Und Gruppe von den Bachblüten ist die Überbesorgtheit, da haben wir dann die Beech, die Chicory, die Rockwater, die Werwein und die Wein. Zum Stirnchakra. Blockaden tut es dann eben unbestimmte Ängste, wenn das Tier irgendwelche Ängste hat, was einfach nicht zum Zuordnen ist, Konzentrationsschwäche, Lernschwäche zum Teil, unter anderem auch Epilepsie und Körperepilepsie ist umso mehr mit Aromaöle aufzupassen, das gebe ich jetzt gleich schon mit. Dann bleiben wir gleich bei den Aromaöle, mit was könnt ihr unterstützen, Weihpfeilchen zum Beispiel. Und wie eh schon erwähnt, ich möchte jetzt einfach nur mal einschmeißen, Weihrauchsandelholz geht in allen Chakren, also die könnt ihr immer hernehmen. Lavendel natürlich. Geht da auch gut. Myrte haben wir da wieder mit drinnen. Das sind die feinen Öle, was da gut verwenden könnt. Das Räucherwerk haben wir auch. Lavendelblüten, Malvenblüten, Sandelholz, Basilikum, Veilchenwurzeln. Auch wieder Rosmarin, also die könnt ihr da gut verräuchern, um die Stirnchakra zu stärken. Nahrung ist in der Geschichte, haben wir für Tiere in dem Sinn nichts, weil für einen Menschen, also aufs Menschliche übersetzt, und nachdem Mensch und Tier ja da ja sehr ähnlich bzw. fast gleich sind, ist bei Menschen das Intensivfasten zum Beispiel oder Wasserfasten oder Teefasten, würde ich jetzt bei einem Tier so nicht machen. Also empfehle ich auf gar keinen Fall. Von daher lassen wir die Nahrung da aus und kommen zu den Bachblüten. Und da haben wir die Gruppe Mangel an Interesse. Die Chestnut Bud, Clematis, Honeysuckle, Mustard, Olive, White Chestnut und Wild Rose. Zu guter Letzt das Hauptchakra. Gibt es Blockaden im Hauptchakra? Ist das so,
Ja, Trennung vom Selbst. Also gerade in der Tierenergetik passiert das schon sehr oft, dass ich darf gar nicht sein, ich kann nicht sein, ich bin nicht willkommen. Also das merkt man oft in der Tierenergetik. Ihr merkt es am eher an Depression zum Beispiel. Nervenleiden war auch ganz was Typisches. Und so eine existenzielle Unzufriedenheit, wenn man einfach merkt, der ist einfach nicht zufrieden, kann mit sich selber nichts anfangen. Dann sind das die Blockaden. Zwängst Nahrung, das ist alles ein minimalistischer und sehr leichter Kost, rein pflanzlich natürlich. Da dazu, beziehungsweise bei Menschen haben wir da auch die vegane Kost zum Beispiel drinnen. Beim Tier, wenn es ein fleischfressendes Tier ist, dann empfehle ich persönlich, das ist aber auch so ein bisschen meine Meinung, das Tier nicht vegan zu ernähren. Die brauchen andere Stoffe aus dem Fleisch. Schaut lieber drauf bei eurem Hund, bei eurer Katz, dass er hochwertiges, ein hochschwingendes Fleisch nimmt, also wirklich regional, bio, wenn es geht. Von einem Metzger, den ihr kennt von mir, wo ihr wisst, die Schlachtung funktioniert auch halbwegs human. Schlachtung ist in dem Sinn natürlich menschlich gesehen nie was Humanes. Also lieber darauf achten. Ich bin jetzt kein Freund davon, Tiere vegan zu nennen, also keine fleischfressenden Tiere. Ansonsten gehören da auch rein, eben ja, alles pflanzliche Blätter, Nüsse. Man kann auch zum Beispiel einfach reines Quellwasser zum Trinken geben. Das macht auch das Hauptchakra auf. Das könnt ihr bei jedem Tier verwenden. Grünen Tee, den man unter Umständen einmal einmischen kann. Ja. Dann haben wir das Räucherwerk, Jasminblüten, Rosenholz, Myrrhe. Könntest du da auch verwenden, um das Hauptchakra auszugleichen. Aromaöle hätten wir da auch. Rose, Rosenholz, Myrrhe, Üsop, Lavendel. Das macht alles gut nach oben auf. Ist am höchsten Punkt des Scheitels. Das auch wisst ihr wieder. Hauptchakra geht nach oben auf. Am höchsten Punkt des Scheitels des Tiers. Das sind jetzt so mal diese Tipps und Tricks und Hinweise, die ich euch gerne mitgeben möchte, die ihr direkt umsetzen könnt. Wie gesagt, allgemein bitte seid gut achtsam damit, was ihr macht. Hört gut auf euer Bauchgefühl, hört gut und schaut gut auf die Reaktion des Tieres. Ansonsten wendet euch wirklich an Menschen vom Fach. Die können euch das oft ja auch sagen, wie es am besten tat. Geben euch ja auch gerne mal Tipps und Tricks mit oder Hinweise, wie es arbeiten könnt mit eurem Tier, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber wie gesagt, da möchte ich euch einfach gerne das einmal mitgeben. Probiert es gerne aus. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch gern über corinna@angeltrust.at oder über www.angeltrust.at. Und genauso, wenn ihr irgendwas an Anregungen für diese Sendung habt, irgendwas an, was auch immer ihr weitergeben wollt an mich, sendet mir es gern. Ich freue mich drüber. Ich gehe auch gern drauf ein. Und somit wünsche ich euch alles, alles Liebe und Gute für euch, für eure Tiere und für euer Miteinander. Und wir hören sich bei der nächsten Sendung. Tschüssi, Baba.